In diesem Video möchte ich versuchen, die Sinus- und die Cosinus-Funktionen ein bisschen zu illustrieren. Zuerst gehen wir von einem Kreis aus. Und ich habe hier zwei Achsen eingezeichnet. Du kannst dir vorstellen, dass der Kreis im Zentrum des Koordinatensystems steht. Und dass der Nullpunkt des Koordinatensystems auch der Mittelpunkt des Kreises ist. Und dann wähle ich einen beliebigen Punkt auf dem Kreis, irgendwo. Und wenn ich den Punkt mit dem Zentrum des Kreises verbinde, dann ist das der Radius. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass jemand auf diesem Punkt sitzt und sein Handy fällt ihm aus der Hosentasche und dadurch ergibt sich eine senkrechte Linie, die auf die horizontale auftrifft, also auf die X-Achse. Und wenn wir den Punkt, wo das kaputte Handy liegt, verbinden mit dem Zentrum, dann kriegen wir eine Strecke, hier hellblau eingezeichnet. Und diese drei Linien, die ergeben ein Dreieck. Und dieses Dreieck hat bestimmte Eigenschaften. Und unter anderem können wir sagen, dass es einen rechten Winkel hat, nämlich dort, wo die rote und die hellblaue Linie aufeinandertreffen, weil eine senkrechte und eine horizontale, das gibt immer einen rechten Winkel. Und die violette Linie, das ist die längste Linie in diesem Dreieck, immer in einem Dreieck mit einem rechten Winkel ist die Linie, die gegenüber diesem rechten Winkel liegt. Das ist immer die längste Linie. Jetzt kannst du versuchen, so einen Kreis selber zu zeichnen und einmal verschiedene Punkte auf diesem Kreisumfang bestimmen und dann diese Punkte, so wie hier, zu einem Dreieck machen, indem dass du senkrecht auf die Horizontale gehst vom Punkt aus, den Radius hast du schon, und dort, wo die Senkrechte sich mit der Horizontalen schneidet, dort machst du das Dreieck dann zu, dort schließt du das Dreieck. Ich habe hier einige gemacht, und wenn wir das angucken, können wir wiederum verschiedene Beobachtungen machen. Zum Beispiel ist jedes dieser Dreiecke ein rechtwinkliges Dreieck und in jedem dieser Dreiecke ist die violette Linie, der Radius, ist die längste Linie. Und es gibt noch eine andere Beobachtung, die wir machen können. Also wir könnten uns vorstellen, dass wir beim schwarzen Punkt am Kreis drehen und immer wenn wir eine Verschiebung gemacht haben, machen wir so ein Dreieck. Und dann kannst du rundherum gehen um den ganzen Kreis herum und kriegst solche Dreiecke. Und wir sehen, dass die rote Linie nie länger wird als die violette Linie. Also unten links und oben links, dort haben wir Dreiecke, die relativ hoch sind. Auch unten rechts haben wir ein Dreieck, wo die rote Linie relativ lange ist. Und wir könnten uns vorstellen, dass der schwarze Punkt, der die Spitze des Dreiecks beschreibt, die nach oben zeigt oder nach unten, je nachdem, dass dieser Punkt genau auf der senkrechten Achse liegt. Und dann wäre das Dreieck total zusammengepresst, ganz, also hätte keine Ausdehnung mehr nach links und rechts, sondern wäre nur noch eine Linie. Und dann wären die rote Linie und die violette Linie gleich lang. Aber maximal kann die rote Linie so lang werden wie die violette Linie. Und bei der blauen Linie ist es gleich, nur dass es dort die horizontale ist. Die blaue Linie liegt immer auf der horizontalen. Und je näher der Punkt, den Radius auf den Kreisumfang setzt, also dieser hier etwas dickere schwarze Punkt, je näher dieser Punkt an die Horizontale kommt, desto länger wird die blaue Linie
Und im Maximum, also wenn der Punkt genau auf die Horizontale zu liegen kommt und das Dreieck total flach gedrückt wird, im Maximalfall ist die blaue Linie gleich lang wie die violette Linie und die rote Linie hätte dann keine Ausdehnung mehr. Und umgekehrt, wenn das Dreieck total zusammengepresst in der Senkrechten ist, dann hat die blaue Linie keine Ausdehnung mehr und ist 0 Einheiten lang. Also das sind so Beobachtungen, die wir hier machen können. Ich habe hier nochmal etwas zusammengefasst, falls ich etwas verwechsle oder vergesse. Die rote und die blaue Linie, die treffen sich immer im rechten Winkel. Dadurch entsteht immer ein rechtwinkliges Dreieck. Die rote und die blaue Linie werden nie länger als der Radius. Und es gibt ganz flache Dreiecke, wo eine Seite gleich lang wie der Radius ist und wo die andere Seite keine Ausdehnung hat. Okay, zurück zu unserem Ausgangspunkt. Wir brauchen nur ein Dreieck, um über das ganze Ding zu sprechen. Und wir schauen uns einmal einfach diese obere rechte, das obere rechte Viertel an. Jetzt gibt es ein paar Wörter, die diese Linien beschreiben. Die kennst du noch wahrscheinlich aus der Schule und sonst erinnere ich dich hier daran. In einem rechtwinkligen Dreieck wird die längste Linie die Hypotenuse genannt und wie gesagt ist die immer gegenüber vom rechten Winkel. Und die zwei anderen Linien, die heißen Katheten, die zwei kurzen Linien heißen Katheten und die lassen sich unterscheiden, wenn wir sagen, dass wir vom Mittelpunkt des Kreises ausschauen, also dort, wo die blaue Linie und die violette Linie zusammentreffen. Wenn wir von dort ausschauen, dann ist die rote Linie auf der gegenüberliegenden Seite und darum heißt sie Gegenkathete. Und die blaue Linie, die stößt an diesen Mittelpunkt des Kreises an diese Ecke. Und darum heißt sie Ankathete. Das sind die Namen dieser drei Linien. Es ist nicht so wichtig, dass du das im Kopf behältst, aber so können wir die benennen. Und was hier noch bemerkenswert ist und was uns später dienen wird, ist, dass dieser Punkt auf dem Kreisumfang, wir können sagen, dass seine Position im Koordinatensystem sich anhand dieser zwei Linien ausdrücken lässt. Also wenn wir der blauen Linie nach Osten folgen und dann der roten Linie nach Norden folgen, dann kommen wir zu diesem Punkt und so können wir im Koordinatensystem den Punkt platzieren, wenn wir denn wüssten, wie breit und wie hoch das ist. Und jetzt kommen wir zum Sinus und zum Cosinus, wie angedeutet am Anfang. Die alten Griechen und vor den alten Griechen auch noch viele andere gescheite Leute zwischen Mittelmeer und Südasien haben diese Art von Dreiecken in diesen Kreisen und noch andere Dreiecke, aber das ist so ein ganz typischer Fall, diese rechtwinkligen Dreiecke in diesem Kreis. Die haben das ausgiebig angeguckt und vermessen und gewisse Dinge herausgefunden. Und sie haben herausgefunden, dass es konstante Verhältnisse gibt in solchen Dreiecken, die immer gleich bleiben. Und zwar haben sie die rote Linie durch die violette Linie geteilt, also die Länge der roten Linie gemessen und die Länge der violetten Linie gemessen und das durcheinander geteilt. Und dann gibt es ein Verhältnis oder ein Resultat und dieses Resultat bleibt gleich, egal wie groß du den Kreis machst oder wie klein du den Kreis machst. Oder also wenn du den Kreis größer machst, dann wird das Dreieck auch größer proportional und beide Linien wachsen proportional gleich. Und wenn du die eine durch die andere teilst, kriegst du immer das gleiche Resultat für jeden Winkel, also für jedes, das gilt für jedes dieser Dreiecke. Und das Resultat der Teilung dieser roten Linie, der Gegenkathete durch die Hypotenuse, das wird Sinus genannt und das Resultat der blauen Linie geteilt durch die violette Linie, das wird Cosinus genannt. Also Gegenkathete durch Hypotenuse oder Ankathete durch Hypotenuse. Und jetzt gibt es einen Trick, der diese Rechnung stark vereinfacht.
weil wenn du da messen gehst in Millimetern und dann kriegst du komplizierte Einheiten oder Längen für diese Linien, dann ist es schwierig, eine Geteiltdurchrechnung zu machen. Aber es gibt einen Trick, wenn du sagst, dass der Radius des Kreises die Einheit ist, mit der du misst, also der Radius ist immer 1, dann kannst du durch 1 teilen. Und wenn du eine Zahl durch 1 teilst, dann bleibt die Zahl gleich. Kannst du ausprobieren. 5 geteilt durch 1 gleich 5. 0,5 geteilt durch 1 gleich 0,5. 0 geteilt durch 1 gleich 0. Also wenn der Radius 1 ist und du einen Maßstab hast mit dieser Einheit, dann kannst du die rote und die blaue Linie messen und das ist dann der Sinus und der Cosinus für diesen speziellen Winkel. Also der Sinus und der Cosinus wird immer mit einem bestimmten Winkel assoziiert. Und diese Zahlen sind bekannt, die müssen wir nicht selber messen gehen, die sind in jeder Programmiersprache eingebaut. Also du sagst dann, ich will den Sinus von diesem und diesem Winkel und dann kriegst du dieses Verhältnis zurück. Also wie gesagt, wenn der Einheitskreis, so wird der Kreis genannt, der einen Radius von 1 hat, im Einheitskreis ist der Sinus gleich wie die Gegenkathete und der Cosinus gleich wie die Ankathete. Und jetzt können wir hier rausgehen und in den Browser wechseln. Dort habe ich das vorbereitet. Ich habe hier eine animierte Version davon angefertigt. Die Animation geht im Uhrzeigersinn und beginnt auf der rechten Seite, im Osten, wenn du so willst. Und ich habe hier bestimmte Dinge angeschrieben. Vielleicht kann ich das etwas vergrößern. Du siehst es, der Winkel, ich gebe ihn hier in Grad an, der Winkel ist bereits höher als 360. Es hat bereits drei Umdrehungen gemacht, bald ist es 720. Aber egal wie groß der Winkel ist, es dreht einfach immer wieder im Kreis herum. Und du siehst, dass diese Werte hier, dass der Sinus im Verhältnis zur violetten Linie, also die rote Linie ist der Sinus, die nimmt im Verhältnis zur violetten Linie jetzt zu und wird gleich lang und ist dann 1 und dann nimmt sie wieder ab und wieder zu, aber in die negative Richtung und wird dann minus 1 und nimmt dann wieder ab und dann, wenn es im Osten ankommt, ist es 0 und dann geht es wieder Richtung 1. Und beim Cosinus, das ist die blaue Linie in diesem Fall, also vorausgesetzt die violette Linie ist 1 lang. Dann nimmt die blaue Linie nimmt jetzt zu und gleich ist sie jetzt gleich lang wie die violette Linie und dann nimmt sie wieder ab. Und jetzt ist sie 0 und dann wird es negativ und ist wieder gleich lang wie die violette Linie. Also so kannst du dir vorstellen, dass ein Punkt auf dem Kreis dreht und dreht und dreht und das Dreieck, das du mit diesem Punkt bilden kannst, oder du könntest sagen, die Position des Punktes im Koordinatensystem, weil die blaue Linie ist die X-Position, die Position auf der X-Achse, und die rote Linie ist die Position des Punktes auf der Y-Achse. Die Position des Punktes, das sind diese Werte Sinus und Cosinus. Und je höher dieser Winkel wird, also wir haben hier schon ein Mehrfaches von 360 Grad, wie du siehst, oben links. Je höher das dieser Winkel wird, desto mehr Umdrehungen haben wir. Aber auf Sinus und Cosinus übersetzt hat das keinen Einfluss. Es sind immer Zahlen zwischen minus 1 und 1.